Super. Ja. Natürlich ist das so. Wieso schreien bei ihm alle, bei mir keiner? Versteht ihr mich eigentlich auch so? Hey. Hey. Das Problem ist, die anderen müssen es auch verstehen. Die anderen sollen es auch verstehen. Gut, dann machen wir das halt mit Megafon. Finde ich toll, dass ihr mich zum Hauptredner gemacht habt. Bis vor ein paar Sekunden wusste ich davon nichts. Dann hoffe ich mal sehr, dass ihr alle noch nicht meinen Blog-Eintrag von gestern gelesen habt, weil das ist die, der rote Faden für die Rede heute. Aber war gut. Die dann schon kennt, ihr wisst dann, wo ihr zu jubeln habt. Ja, es freut mich, dass doch einige gekommen sind. Ich habe mit Schlimmerem gerechnet, wenn man sich anschaut. Der ganze Platz ist voll mit Demonstranten, das ist klasse, so muss das sein. Ja, ich möchte euch heute, mein linkes Ohr tut mir langsam weh, danke, ein wenig auf eine Zeitreise nehmen. Und zwar geht es in das Jahr 1978, viele von uns waren damals noch flüssig, vor 35 Jahren. Da haben drei sehr bekannte Informatiker ein kleines Papier veröffentlicht, das habe ich jetzt sogar dabei. Das waren Herr Rivest, Shamir und Edelman. Und die haben eine Lösung für ein bis dahin offenes Problem gefunden. Und zwar haben sie zum ersten Mal ein Verfahren entwickelt, mit dem man tatsächlich Schlüssel verteilen kann und nur mit einem anderen Schlüssel konnte man entschlüsseln. Das heißt, man konnte zum ersten Mal einfach Nachrichten an andere Leute verschlüsseln. Sie leiten dieses Papier ein mit einem gigantischen Satz, da ich jetzt keine Zeit habe, den rauszuholen, muss ich aus dem Kopf den wiedergeben. Sie sagen, ja, das Zeitalter der elektronischen Kommunikation steht uns bevor, können heute natürlich herrlich drüber lachen. Und ja, ein paar tun es immerhin. Und ja, wir müssen zwei Eigenschaften des Briefes, des Papierbriefes erhalten. Nummer eins, ein Brief ist geheim. Und Nummer zwei, man kann ihn unterschreiben. Ein Brief ist geheim, ja? Und das ist heutzutage? Hey. Heutzutage haben wir theoretisch ganz, ganz tolle Grundrechte. Informationelle Selbstbestimmung seit 1983. Oder seit 2008, Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen. Damit kann kaum jemand was anfangen. Auf gut Deutsch heißt das, niemand darf mit unserem Rechnersystem rumspielen und wir entscheiden, wer unsere Daten erhalten darf. Eingriffe in so ein Grundrecht, es geht hier um Grundrechte, ja? Es geht ja nicht um irgendeine Kleinigkeit, es geht um Grundrechte. Eingriffe darf es nur im Einzelfall und nur begründet geben. Nur und ausschließlich. So, und jetzt machen wir mal den Sprung nach heute, ins Hier und Jetzt. Wir haben Debatten, teilweise schon implementiert, über Vorratsdatenspeicherung. Wer mit wem redet, wird protokolliert. Wir haben Telekommunikationsüberwachungsverordnung. Das Wort kennt kaum ein Mensch. Ihr habt vielleicht die Nachricht mitbekommen. Millionen E-Mails werden mitgelesen. Ich sage euch ab sofort, wann ihr Buh schreien müsst und wann ihr jubelt, okay? Oder schafft ihr es mitzudenken? Millionen E-Mails werden mitgelesen. Debatten, immerhin das haben wir gewonnen, über Kryptografieverbot. Ja, die sind vom Tisch. Wunderbar. Kryptografieverbot ist vom Tisch. Und mit was kommen sie jetzt? Jetzt sollen wir unsere Passwörter, unsere PINs ergeben, dass Kryptografie gar nichts mehr bringt. Sehr gut. Sehr gut. Ja, unsere Grundrechte werden hier mit Füßen getreten. Das muss ein Ende haben. Bisher, in den letzten Jahren, haben wir nur Rückzugsgefechte gefochten. Es gab irgendwelche Überwachungsgesetze, wir waren dagegen. Es kam das nächste Überwachungsgesetz, wir waren dagegen. So ging es die ganze Zeit. Das hat jetzt ein Ende. Das ist das letzte Überwachungsgesetz, wo wir einfach nur dagegen sind. Ab sofort fordern wir unsere Grundrechte zurück. Wir gehen jetzt in die Offensive. Bruce Schneier hat in einem wunderschönen Buch von ihm, Applied Cryptography, ich weiß, es ist nerdig heute, aber es muss mal wieder ein bisschen nerdig werden, Bruce Schneier hat da einen sehr, sehr schönen Satz niedergeschrieben.
Und zwar gibt es seiner Meinung nach zwei Arten von Verschlüsselung. Die eine, mit der kann ich mein Tagebuch vor meiner kleinen Schwester schützen. Und mit der anderen kann ich es mit der großen Regierung aufnehmen. Dazwischen gibt es nichts. Wir lassen uns nicht mehr weiter veräppeln. Wir fordern endlich richtigen Datenschutz, Schutz vor Überwachung. Wir fordern unsere Grundrechte ein. Yay! Ja, ich bin durcheinander gekommen mit meinen Notizen, aber die Notizen sind auch vollkommen egal hier. Dieser Paradigmenwechsel, den werden wir jetzt einläuten. Wir werden nicht mehr weiter mit dem Rücken an die Wand stehen. Wir gehen jetzt Schritte nach vorne. Es geht kein Schritt weiter für die Überwacher. Jetzt, ab sofort fordern wir unsere Rechte zurück. Yeah. So, und weil ich gerade sehr kurzfristig gekommen bin, gibt es hier einen grölbaren Slogan für die Demo? Gibt es nicht, okay. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut.